Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Okay. Völlig okay ist das, genau. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem regnerischen Bad Salzuflen wünscht Andreas Steinecke. Mir gegenüber sitzt Florian Petzold im ebenso regnerischen Castrop-Rauxel. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute Morgen schon sehr früh am Start. Heute ist nämlich Freitag, der 19. April. Wir schreiben das Jahr des Herrens 2024. Alter, spinn nicht rum. Spinn echt nicht rum jetzt hier. Oh Gott. Draußen ist das Wetter kacke und ich wollte zum E-Bike-Festival nach Dortmund. Und ich werde wirklich überlegen, ob ich heute hinfahre oder nur morgen und Sonntag. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, sondern du hast einen Gast eingeladen mal wieder, ne, Andreas? Ich habe einen Gast eingeladen, genau, den habe ich in meiner LinkedIn-Bubble und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich finde diese Catchphrase, die unser lieber Gast bei seinem Profil stehen hat, die fand ich so gut und deshalb sage ich jetzt erstmal schönen guten Morgen, Markus Unger, schön, dass du bei uns bist, hallo. Ja, hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Jetzt warst du gerade ein bisschen abgehakt, aber ich glaube, du hast Hallo gesagt, ne, Andreas? Ich habe Hallo gesagt, genau, ja. Yeah. Dann sage ich auch mal Hallo, Markus. Ja, hallo, Florian. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Gerne. Hier ist übrigens auch wunderschönes Dachau, regnerisches Wetter. Also von daher haben wir alle drei was gemeinsam zu sagen hier. Ja, ich glaube, in ganz Deutschland hängt irgendwie eine Dunstglocke darüber. Das ist normal im April. Kann was passieren. Ja, ich wollte gerade sagen. Der April macht, was er will. Oh, jetzt müsste ich schon wieder 5 Euro in die Dose schmeißen. Henke, ja. Das ist ja sehr schrecklich. Aber warum haben wir dich denn eingeladen, lieber Markus? Kannst du dir das denken? Weil meine, wie hast du genannt, Catchphrase so gut bei LinkedIn war. Was hast du da gesehen, Andreas? Ich habe Folgendes gesehen. Da steht Markus Unger und dann steht Ziel bis 2030 200 unabhängige Fahrradgeschäfte, die miteinander erfolgreicher sind als alleine. Und das fand ich eine coole Geschichte, weil ich glaube, wir hatten das Thema Fahrradhandel, behandeln wir immer so ein bisschen peripher. Also wir sprechen immer mit Gästen darüber, wie sie quasi aktuell so ein bisschen die Marktlage einschätzen. Und wir alle wissen ja, im Fahrradhandel ist es momentan ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt aber tatsächlich noch niemanden bei uns im Podcast, der jetzt mal wirklich, 100% Handel ist. Und deshalb, also wir hatten mal überlegt, den einen oder anderen Gast einzuladen, aber es hat dann irgendwie zeitlich nicht geklappt und dann kamen wieder zig andere Themen, die wir irgendwie auf dem Tisch haben. Und dann habe ich mir gedacht so, oh, jetzt, das sieht gut aus, das gefällt mir. Und aber bevor wir quasi jetzt in dieses Thema einsteigen, erklär uns doch mal erstmal kurz, wer bist du, was machst du und wo kommst du her? Ja, mein Name ist Markus Unger. Ich komme in der Tat aus dem schönen München und bin rein theoretisch gelernter Zweiradmechaniker Fahrradtechnik. Und was mache ich? Mein Ziel ist sozusagen 200 unabhängige Fahrgeschäfte zusammenzubringen. Und das machen wir seit 2-3 Jahren. Mittlerweile immer erfolgreicher. Aktuell sind wir 30 Standorte in Deutschland, die zusammenarbeiten. Teilweise neu gegründete Geschäfte, teilweise bestehende Geschäfte. Und das ist sozusagen die Mission, auf der wir uns gerade bewegen. Ja. Sehr gut. Und wie bist du letztendlich darauf gekommen? Also du hast gesagt, du hast quasi relativ klassisch angefangen als Zweiradmechatroniker. Hattest du schon einen Laden oder ist das familiär gewesen bei dir, dass du dort eingestiegen bist oder wie war das Setting quasi? Jetzt ist die Frage, wie weit wir in die Vergangenheit gehen wollen. Oh, wir können sehr weit in die Vergangenheit gehen. Also meine Eltern sind in der Tat, haben mit Fahrrad nichts am Hut. Mein Papa ist die Physiker, meine Mutter BWLerin sozusagen. Also von daher, das Thema Fahrrad, Unternehmertum ist da eigentlich überhaupt noch nie, hat da nie eine Rolle gespielt. Ganz im Gegenteil war ich immer die Aussage, wenn du was wert willst im Leben, musst du in den Konzern gehen, musst du studiert haben. Das ist also hier eine ganz andere Baseline. Aber ich habe in der Tat mit 15 mir mal ein Fahrrad gekauft. Und ich bin dann dort in diesem Fahrradladen, wo ich mir das Fahrrad gekauft habe, einfach hängen geblieben, könnte man sagen. Habe dann dort als Aushilfe angefangen. Und das war ein ganz, ganz klassischer Fahrradladen. Also kleiner Stadtteilladen in München, Berg am Laim, 200 Quadratmeter, ein Inhaber, 2-3 Aushilfen und ich. Ja. Und das war sozusagen ganz, ganz klassisch.
Und ich hatte dieses große Glück dort, dass ich da relativ frei mich bewegen konnte. Ne? Also ich hatte nach 4-5 Monaten den Ladenschlüssel, obwohl ich erst so 16-17 Jahre alt war, und durfte einige Sachen dort umsetzen. Und das begleitet mich eigentlich heute noch, dass ich halt relativ schnell, relativ viel verändern konnte in der Form. Aber das war die, was war die Baseline? Das war wirklich einfach nur ein Aushilfsjob, wo ich hängen geblieben bin. Und dann habe ich irgendwann mein Abi gemacht und dann war so die Frage im Raum gestanden, ob ich mir vorstellen könnte, als Teilhaber von diesem Laden weiterzumachen. Und das war für meine Eltern erstmal eine schwierige Entscheidung, weil die dachten halt, der Große, also der Erstgeborene macht sozusagen erstmal Studium und weiter und so fort. Und ich habe dann beschlossen, eine Lehre zu machen als Fahrmechaniker, Fahrradtechnik, um erstmal in diesem Beruf auch sozusagen eine Ausbildung zu haben. Und in dieser Zeit habe ich aber dann schon, also in der Ausbildung habe ich dann dort gemacht im Laden, habe ich dann schon angefangen, diesen Laden mitzugestalten. Ich habe dann eine Warenwirtschaft eingeführt, ich habe dann neue Ladenumbauten gemacht. Dieser Laden hat sich so nach und nach entwickelt. Und 2009 haben wir dann das Ding größer gemacht, ich habe dann Teilhaber geworden, haben dann einen zweiten Laden aufgemacht und dann haben wir uns ein bisschen auseinander dividiert. Und dann war ich 2015 so an dem Punkt gestanden, was mache ich jetzt? Also wir haben uns getrennt, wir hatten zwei Läden, jeder einen Laden weitergeführt. Und alle meine Familie haben gesagt, meine Freunde haben gesagt, bitte mach was anderes. Fahrradladen, schön, ist gut, aber lokales Geschäfte sind ja irgendwie im Aussterben. Mach irgendwas mit online, mach irgendwas im Internet, mach irgendwas anderes. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte was machen, wo ich sozusagen diese neue digitale Welt mit der alten lokalen Welt zusammenbringen kann. Ja? Ich mache lokaler Fahrradladen, aber ich möchte irgendwie es schaffen, dass der Kunde, die Kundin uns online schon kennenlernt und dann sozusagen in den Laden reinkommt. Und so sind wir dann gestartet, 2015, klassisch, nach wie vor in der Sackgasse in München, Berg am Laim. Und haben erstmal lokal vor Ort eigentlich genauso gemacht wie vorher. Aber ich habe versucht, irgendwie mit Facebook, mit Instagram irgendwie versucht, sozusagen hier einen digitalen Weg zu finden, wie ein Kunde uns kennenlernt. Und das ist sozusagen der Anfang gewesen. Da habe ich dann relativ viel Geld verloren die nächsten 3-4 Jahre, weil es hat einfach nichts funktioniert. Ja, also ich habe in Agenturen Geld reingeballert, ich habe in Facebook Geld reingeballert. Irgendwie war das einfach sehr schwierig. Was wir aber schon rausgefunden haben, war, dass wir irgendwie ein Erlebnis schaffen müssen. Irgendwas haben müssen, was sozusagen jemand nur bei uns erleben kann. Und da haben wir damals als einer der ersten Läden Deutschland ein digitales Vermessungssystem im Laden gebaut, sodass wir ein Erlebnis hatten, was du so im Internet, aber auch in anderen Geschäften halt nicht erleben konntest. Es war so ein 3D-Scanner, konnte man sich einmal ausmessen lassen, dann wurde das Fahrrad eingestellt und dann hatten wir ein Erlebnis, aber wir hatten auch eine anfassbare Expertise, könnte man sagen. Also es gibt sozusagen eine Story. Meine Eltern kennen mich ja schon ein paar Jahre, fahren auch ein paar Jahre Fahrrad, haben mich schon ein paar Jahre sozusagen als Mitarbeiter in einem Fahrradladen erlebt und haben aber trotzdem, als wir sie ausgemessen haben mit dem Scanner, festgestellt, dass sie Knieschmerzen vorher hatten. Und nach dem Scanner hatten sie dann keine Knieschmerzen mehr. Und diese Erkenntnis, die hatten die vorher nicht. Also die hatten auch die Erkenntnis, Fahrradfahren muss wehtun, Fahrradfahren tut mir meine Knie weh, mein Arsch tut weh. Und durch den Scanner hatten die dann, hey, muss ja gar nicht wehtun, weil auf einmal war das Fahrrad anders eingestellt, besser passend eingestellt. Und so sind wir dann sozusagen zu dem Thema Ergonomie, haben wir uns halt spezialisiert und haben gesagt, okay, jeder, der bei uns ein Fahrrad kauft, wird ergonomisch ausgemessen. Und dann habe ich ein perfekt passendes Fahrrad. Frage dazu, ist das, sind das zuzügliche Kosten, also diese Vermessungen? Also du sagst zwar irgendwie, jeder, der bei uns ein Fahrrad bekommt, wird vorher vermessen. Ist das Pflicht, kostet das was extra oder ist das halt schon inkludiert in den Preisen der Produkte? Also Pflicht, ne? Wir wollen jetzt keiner zu zwingen, ne? Also wenn er in den Laden reinkommt, dass er direkt in den Scanner reingestellt werden, wenn er nicht möchte, möchte er nicht. Da reingehen und sofort scannen lassen. Wir hatten in der Tat schon mal eine Person, die auch nicht rein wollte, weil sie dachte, es ist ein Nacktscanner. Ne? Da war das Thema hier im Nacktscanner-Flughafen. Das sah auch am Anfang sehr ähnlich aus mit so 4 Säulen und so. Wir wollen da keinen zwingen zu irgendwas. Aber es ist einfach Teil unseres Verkaufsprozesses. Wir suchen am Anfang sozusagen, machen wir eine Bedarfsanalyse, gucken, wie du das Fahrrad einsetzen möchtest. Mhm. Und dann wirst du eben auch ausgemessen. Und das ist kostenlos. Also auch egal, ob du das Fahrrad kaufst oder nicht kaufst, das ist einfach Teil unserer Expertise. Und hilft uns auch, also ganz ehrlich, hilft es dem Kunden, der Kundin, hilft uns aber auch beim Aussuchen des richtigen Fahrrades, spart uns Zeit bei der Einstellung des Fahrrades. Das ist für uns komplett mit dabei. Und außer du hast schon ein Fahrrad, dann kannst du es auch einstellen lassen, dann kostet Geld. Gut, dann kostet Geld. Gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe von Fitbikes. Bildet ihr aus? Auf jeden Fall, haben wir schon immer gemacht.
Ja, wir bilden aus Zweiermechaniker Fahrradtechnik. Ein ganz, ganz wichtiger Passus, weil es gibt ja viel zu wenig Zweiermechaniker und alle jammern, dass es zu wenig gibt, aber wenige bilden aus. Und das haben wir schon sehr früh gemacht, also auch schon zu alten Zeiten haben wir schon immer ausgebildet, ja. Okay, wie sieht die aktuelle Lage an Bewerbern aus? Kommen da Bewerbungen rein zu Genüge oder ist das eher so, ach ja, komm ey, ich finde kaum welche? Bei uns ist es so, wenn wir eine Azubi-Stelle ausschreiben, dann werden wir überrannt von Bewerbungen. Also wir kriegen 50 bis 100 Bewerbungen für eine Azubi-Stelle. Mhm. Also von daher können wir uns da überhaupt nicht beschweren. Und der Beruf ist ja eigentlich auch ein echt cooler Beruf. Es wird nur viel zu wenig gemacht in der Form. Mhm. Ja, also seitdem wir hier den Marco von Santa Cruz hier bei uns im Podcast hatten, Grüße an Marco raus. Marco hat auch dazu aufgerufen, Leute, irgendwie, wenn ihr euch für den Beruf als Zweirad-Mechatronikers interessiert, informiert euch hier übers Web oder spricht die Firmen direkt an. Was muss ich denn da eigentlich alles machen? Weil wir brauchen halt mehr Zweirad-Mechatroniker, die halt an Fahrräder ordentlich und vernünftig und sorgfältig dran schrauben. Ja, weil das ist das A und O eines Fahrradladens. Irgendwie kommt das Fahrrad raus und ist nicht in Ordnung. Das ist dann halt nicht so toll, um das mal so zu sagen. Und das ist dann halt nach einem Markenzeichen irgendwie, wie sauber und ordentlich und verantwortungsvoll der Zweirad-Mechatroniker mit den Kundenfahrrädern umgeht. Und das spiegelt dann nachher den Verkaufsladen auch noch mit. Und genau das ist ja, glaube ich, das, auf was du hinaus möchtest. Nämlich, es geht ja nicht nur darum, quasi Azubi-Stellen zu besetzen, sondern oft hat man ja dann auch, man kann den Leuten ja quasi nicht in den Kopf gucken, ne? Und viele junge Leute sind sehr motiviert und wollen eine Ausbildung machen, aber die sozusagen jetzt diejenigen herauszufischen, die wirklich für dieses Metier brennen, das ist immer gar nicht so einfach. Also ich spreche da so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich habe jetzt auch, ich glaube, Florian hat ja auch mal im Fahrradladen gearbeitet. Also wir haben so ein bisschen so eine kleine Expertise, auch was jetzt das Arbeiten in Fahrradläden anbelangt. Und da bekommt man natürlich immer auch immer so ein bisschen, naja, man bekommt so ein bisschen mit, wie die Azubis so drauf sind, ne? Und der eine ist halt etwas motivierter und der andere, da denkst du dir so, ja, also du solltest vielleicht nochmal 10 Jahre in die Lebensschule gehen, um zu begreifen, dass das jetzt, was man dir hier anbietet, eine Chance ist und nicht einfach nur eine Bürde. Also für mich war Schule gehen eher Bürde, muss ich sagen. Ich habe mein Abi mit Ach und Krach gemacht, ne? Und habe danach auch nicht so richtig gewusst, was ich jetzt eigentlich mit dem Rest meines Lebens irgendwie anfangen möchte. Ja, und dann bist du in die Fahrradbranche gegangen, du Idiot. Ne? Das hat ein bisschen, genau, das hat aber ein bisschen gedauert. Also letztendlich hat es bei mir tatsächlich, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Jahre gedauert, bis ich dann endlich mal das gefunden habe, was mich interessiert hat. Und das ist auch legitim. Insofern, wie bekommt ihr quasi auch Personal, ist ja genau dasselbe, ne? Wie ist euer sozusagen, wie geht ihr daran, das richtige Personal zu finden? Ja, also über das Thema Azubi und Mitarbeiter können wir fast wahrscheinlich noch mehrere Podcast-Folgen drehen, ja, weil das hast du ja mehrere Dinge angesprochen, wo man jetzt gar nicht weiß, wo ich da jetzt einsteigen soll. Also es gibt einmal sozusagen das Thema Ausbildung, ne, dass man sagt, erst jemand, der in diesen Beruf reingehen möchte, aber es gibt ja auch Quereinsteiger. Und dann gibt es ja auch die Thematik, was mache ich als Fahrradladen, um sozusagen diese Leute zu bekommen. Wenn man sich jetzt die Ausbildung anschaut des Zweimechanikers, Fahrradtechnik, wobei mittlerweile ist der Zweimechatroniker, dann ist der in den meisten Läden ja sehr überschaubar. Ne? Also es ist einfach so, sei dabei, schraub mit und mach einfach mal. Es gibt wenig Läden, die sich wirklich Gedanken machen, wie eine Ausbildung, sag ich mal, gestaltet werden soll. Und du hast vorhin was gesagt, Andreas, das ist eine Chance für denjenigen. Das sehe ich nicht so. Also natürlich sehen wir das so als Inhaber, aber wenn ich jetzt einen 15, 16, 17-Jährigen oder 17-Jährige habe, dann ist die erstmal noch voll im Anfang. Und ob die jetzt halt sogar begreift, was aus ihrem späteren Leben werden soll, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Ja. Also von daher müssen wir als Geschäfte schon uns überlegen, okay, wie kann ich denn in Zukunft wachsen, wie kann ich in Zukunft denn meine Mitarbeiter finden? Und dann muss ich vor allem als Laden viel machen. Du hast vorhin gefragt, okay, wie finden wir Leute? Wir sind ein lokales Geschäft, aber wir sind mittlerweile, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr drauf einsteigen, medial sehr präsent. Wir haben einen YouTube-Kanal,
mit knapp 150.000 Abonnenten. Wir erreichen dort im Jahr 12 Millionen Leute, allein organisch. Wir sind bei LinkedIn präsent, hast du gesehen, Andreas. Wir sind bei Facebook präsent. Das heißt, wir schaffen es also aus unserer Sackgasse in die große, weite Welt rauszukommen. Und deswegen schaffen wir es auch, Leute sozusagen für uns zu begeistern. Und das ist etwas, was ich, sag ich mal, heute witzigerweise bei LinkedIn gepostet habe, dass ich eben so ein bisschen meinen Kollegen immer anprangere, dass sie in ihrer Laden stehen, die Tür aufmachen und hoffen, dass irgendjemand reinkommt. Ne? Egal, ob jetzt ein Mitarbeiter oder ein Kunde, die hoffen einfach nur, dass irgendwer schon uns finden wird. Und dann machen sie vielleicht sogar eine Stellenbeschreibung auf die Homepage, wobei das echt sehr, sehr selten ist. Aber auf der Homepage ist kaum jemand. Und dann wundern sie sich, warum sich keiner bewirbt. Und dann kann ich halt nur dann da stehen und überlegen, was mache ich damit? Und die meisten jammern halt dann und sagen, ja, ich finde keinen und ich habe schon alles probiert, ne? Ich habe sogar schon eine Stellenbeschreibung auf die Homepage geschrieben, aber ich finde ja niemand, ja. Und es liegt am Fachkräftemangel oder daran, dass die neue Generation so zu faul zum Arbeiten ist und so. Also das ist so ein bisschen so ein Thema, was mache ich als Ladeninhaber, ja, was mache ich als Unternehmer, um sozusagen Leute für mein Konzept zu begeistern. Und das ist völlig egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter, ein Kunde, ein Azubi ist. Und da, finde ich, wird viel, viel, viel zu wenig gemacht und viel, viel, viel zu viel gejammert in der Form. Da hast du gerade ein Thema angesprochen. Mach meinen Laden auf, mach die Tür auf und ja, jetzt müssen sie ja alle kommen, ne? Ja, diesen Fehler habe ich auch mal begangen. Ja. Ich habe zwar keinen Fahrradladen, aber ich habe mir einfach ein Gewerbe angemeldet gehabt. Man kennt es ja, ist ja ein kleiner bürokratischer Akt, der wirklich ziemlich schnell geht, weil die Stadt will ja sofort Geld haben. Die anderen auch. Und deswegen ist man da ziemlich schnell mit. Auf jeden Fall saß ich dann in meinem so gesehenen Büro und ja, jetzt müssen sie doch alle anrufen. Ne? Da hast du ein Gewerbe angemeldet. Ja, dass sie dich aber nicht kennen, Petzold, irgendwie halt. Das ist natürlich klar. Also, was musste man machen? Webseite, vernünftig, Social Media etc. pp. Alles, was dazu gehört. Bei mir war es damals die Musikbranche. Da hatten wir damals noch MySpace, falls die Plattform überhaupt noch jemand kennt. Und vor allen Dingen dann mit Künstlern zusammenarbeiten und Vertrauen aufzubauen. Weil mit Künstlern muss man Vertrauen aufbauen, aber auch mit Kunden muss man Vertrauen aufbauen. Die müssen sich wohlfühlen in dem, was ich verkaufe, ihnen anbiete als Dienstleistung. Und ich glaube, da seid ihr auch ziemlich weit vorne, ne? Weil ihr habt ja jetzt, so wie ich es gerade rausgehört habe, 30 Läden, die aber von anderen Inhabern geführt sind, oder ihr macht neue Läden auf. Und daraufhin habt ihr dann eine Art Netzwerk, zentralen Einkauf, oder wie läuft das ab bei euch? Ja, lass uns da ein bisschen sozusagen zurückspringen. Also ich habe 2015 sozusagen gegründet und habe dann versucht, irgendwie Leute in den Laden reinzubekommen. Also ich wollte eben nicht mehr dieses Hoffnungsmarketing machen, Tür aufmachen, hoffen, jemand reinkommt, sondern ich wollte wissen, wann jemand kommt, was er ungefähr von mir möchte, und möchte sie auch am besten schon ein bisschen was vorher von Fitbikes erzählt haben, damit er nicht so völlig unbefleckt sozusagen reinkommt. Ja? Und da haben wir sehr viel ausprobiert und sind irgendwann dann über YouTube gestolpert und haben bei YouTube dann Videos gedreht, rein um das Thema Fahrrad kaufen, aber Fahrradservice, also mittlerweile über 1000 Videos dort mit allen möglichen Themen. Und dann haben Leute auf einmal den Weg zu uns gefunden, voll nah, also teilweise um die Ecke rum, haben uns aber vorher dort nicht gekannt, oder von viel weiter weg. Also teilweise kamen die aus Berlin, aus Malle, aus Wien, aus Innsbruck zu uns gefahren, weil sie gesagt haben, hey, ich kenne dich schon von YouTube, ich habe Vertrauen aufgebaut und ich möchte jetzt bei euch ein Fahrrad kaufen. Ich will ein Fahrrad kaufen, 4.000, 5.000, 6.000 Euro, da will ich auch das Richtige kaufen, und bei euch habe ich das Gefühl, dass es funktioniert in der Form. Und da waren wir dann komplett überrannt. Der Laden ist wirklich explodiert, weil wir einfach eigentlich nichts mehr machen mussten. In der Tat, wir wussten schon genau, wann jemand kommt, weil wir einen Termin vorher ausgemacht haben, wir wussten, was sie wollten. Und wir konnten einfach nur abarbeiten. Das war super genial, aber wir hatten trotzdem ein Riesenproblem. Der Laden hing immer noch nur an meiner Person. Ja, das war ein Laden, 250 Quadratmeter, 10 Mitarbeiter, aber ich war immer noch zu klein, um jetzt jemanden einzustellen für Marketing, um jemanden einzustellen für Buchhaltung, also um einfach das von mir unabhängiger zu machen. Weil so ein Fahrradladen ist ja nicht nur Fahrrad verkaufen und servicen, du musst ja viel, viel mehr machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was muss ich jetzt machen, um mehr Budget zu haben, um Mitarbeiter einzustellen? Ich muss größer werden. Größer werden heißt, einen zweiten Laden aufmachen, einen dritten Laden aufmachen, einen vierten Laden aufmachen. Haben wir dann gemacht, einen zweiten Laden aufgemacht, war sau anstrengend. Funktioniert sogar besser als der erste Laden. Und wir haben gedacht, okay, es muss doch auch andere Läden geben, die dasselbe Thema haben. Ungefähr selbe Größe,
Aber die müssen auch eine Homepage haben, die müssen auch irgendwie Buchhaltung machen. Was wäre, wenn man zusammenarbeitet? Und das haben wir dann angeboten, hat aber keine Sau interessiert. Und dann kam jemand auf mich zu, der gesagt hat, hey, ich würde das gerne mit dir gemeinsam machen. Ich habe keinen Fahrradladen, würde gerne einen Fahrradladen gründen. Das war der Patrick in Berlin, der dann als erster Pilot sozusagen in Berlin das exakt selbe Konzept in Berlin umgesetzt hat, in Berlin-Brandenburg, wie wir in München. Und das hat mega genial funktioniert. Der hat im ersten Jahr einen doppelten Umsatz gemacht, was wir ursprünglich geplant haben. Und dann haben wir das nach und nach aufgebaut. Erstmal nur für Neugründer, weil alle anderen Fahrgeschäfte, das war 2020, waren total in der Corona-Thematik gefangen, hatten keine Zeit für gar nichts. Und dann haben wir erstmal Neugründer so ein Geschäft aufgemacht. Und dann nach und nach kamen auch bestehende Geschäfte dazu. Und mittlerweile sind es 30 Standorte, sowohl Neugründer als auch bestehende Geschäfte, die sich sozusagen eine Marketingabteilung teilen, die sich ein Einkaufteam teilen, die sich Backup-Strukturen teilen und dann kann sich jeder viel mehr auf sein eigentliches Thema konzentrieren, nämlich Verkauf und Service vor Ort und man nutzt die gemeinsamen Strukturen hinten raus. Der Flo hat vorhin Dortmund Messe angesprochen, da kann man es eigentlich wunderbar sehen, da sind wir nämlich auch vertreten mit 3 Geschäften, ja, die einen gemeinsamen Standort haben, obwohl die alle rechtlich getrennt sind. Das sind alles eigene Geschäfte, die auch schon seit teilweise zweiter und dritter Generation arbeiten, die auch immer noch so heißen, aber eben auch unter dem Label Fitbikes einen gemeinsamen Brand haben. Und die haben dort jetzt einen gemeinsamen Stand. Das heißt, die sparen Geld, weil sie nicht jeder einen eigenen Stand machen muss. Die haben gemeinsamen Auftritt. Die teilen sich auch ihre Zeit ein. Nicht jeder muss jetzt die 4 Tage oder 5 Tage, wo es ist, vor Ort sein. 3 Tage, ja, Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Sondern teilweise kommt ja das eine Team kommt erst am Sonntag, die anderen kommen am Samstag und das ist eigentlich genau die Idee, die du dort live und in Farbe sozusagen zum Anfassen erleben kannst in Dortmund. Geschäfte, die eigentlich rechtlich getrennt sind, aber trotzdem gemeinsam halt zusammenarbeiten und das funktioniert wunderbar. Das heißt also, ist es kein Franchise-System? Also ist es so, sagen wir mal, ist ein Lizenzsystem. Ja. Franchise ist ja, sag ich mal, sehr, du musst den Kugelschreiber dahin legen und so und so. Also alles ist gleich und wir geben sehr viel vor im Headquarter nach dem Motto, ist ja für mich das so Franchise. Wir haben sozusagen einen gemeinsamen Brand, das ist der Fitbikes Brand und da gibt es auch gemeinsame Regeln, weil sonst, wir können ja nicht irgendwie, jeder macht irgendwie alles, dann hast du noch, du hast ja ein Versprechen, was du dem Kunden gibst, dann musst du irgendwie so ein Versprechen einhalten. Also von daher definieren wir es als Lizenzsystem, als rechtlichen Rahmen. Aber am Ende des Tages ist es eine Kooperation, eine Partnerschaft von unabhängigen Fahrgeschäften, die halt einfach zusammenarbeiten. Die sind aber alle unter dem Label Fitbikes. Ja, die haben ihren eigenen Namen nach wie vor. Also wenn es ein bestehender Fahrradladen ist, dann heißen die nach wie vor Zweirad Wallgang oder Zweirad Service Aggertal. Aber sie haben auch das Fitbikes-Label mit dabei. Ist ein Co-Brand sozusagen. Und ein neuer Laden, der macht dann unter dem Namen Fitbikes auf, weil der hat ja vorher noch keinen anderen Namen gehabt. Das ist ein großes Thema mit dem eigenen Namen. Wir wollen den eigenen Namen, den der Laden vorher hatte, auf keinen Fall kaputt machen, weil den gibt es ja schon seit 10, 20, 30 Jahren. Der hat Kunden, der hat eine Klientel vor Ort und wir tauchen sozusagen nur in Anführungszeichen als Co-Brand mit auf. Gut, also ihr kauft quasi jetzt keine bestehenden Läden auf, integriert die, sondern wie gesagt, wie du schon jetzt vorgeführt hast, ihr habt da dieses Lizenzsystem. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute das auch da draußen verstehen, weil oft ist es natürlich so, wir kennen das hier auch aus dem Ruhrgebiet, da gibt es auch den einen oder anderen größeren Händler, der jetzt sich jetzt auch vergrößert hat, der aber tatsächlich dann auch bestehende Filialen komplett übernimmt, kauft. Und die dann quasi die heißen dann nach einer gewissen Übergangszeit, heißen die dann auch entsprechend so, wie die Muttergesellschaft. Und so hat er sich jetzt da quasi auch so ein kleines Netz auf. Aber es sind dann wirklich, es gibt halt quasi die Mutter und es gibt die Töchter, mehr oder minder. Ne? Aber sind alle quasi 100%ig miteinander verbandelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Aber jetzt hast du gesagt, also ich kann mir das so lebhaft vorstellen. Ne, jeder kennt so diese alteingesessenen Fahrradläden. Ne? Da gehst du rein und hast du meistens immer schon das Gefühl, Kunde droht mit Auftrag. Ne? Das ist ja immer so, die sind immer so ein bisschen verschroben manchmal. Ne? Und die machen das schon seit 20, 30 Jahren. Also ich kenne den einen oder anderen. Da denke ich mir dann auch immer so, also es ist verblüffend, dass es diese Kollegen dann noch gibt, weil sie sind wirklich so wie aus der Zeit gefallen. Ne? Wie so ein Laden irgendwie, keine Ahnung, den gab es schon vor 40 Jahren, der sieht aber genauso noch aus. Ne? Also das Interieur hat sich nicht wirklich großartig geändert, außer natürlich, dass die Modelle ausgetauscht worden sind. Und daraus dann quasi dann was komplett Neues zu entwickeln, das finde ich schon beeindruckend. Ist der damalige Eigner, war das quasi jemand, der dich dann auch so ein bisschen protegiert hat und dich gefördert hat?
von dem Laden, wo ich sozusagen geführt auf jeden Fall, weil sonst hätte ich nicht diesen Freiraum nicht gehabt. Ne? Also wenn jetzt einfach das ein, wenn ich das einfach alles nur hätte so machen müssen, wie es vorher war, dann hätte ich ja gar keine Möglichkeit gehabt, da irgendwas zu gestalten in irgendeiner Form. Also von daher hatte ich einfach mega viel Freiraum. Den habe ich mir ein Stück weit aber auch erarbeitet. Beispiel, als ich eben da nach 3-4 Monaten einen Schlüssel bekommen habe, den habe ich nicht einfach nur so bekommen, sondern seine Frau hat gerade das Kind bekommen. Und dann kam ich in einem Samstag in den Laden rein und hat gesagt, Markus, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder machst du den Laden alleine die nächsten 4 Stunden, weil Samstag hatten wir auf von 10 bis 14 Uhr oder so, oder machen zu, weil ich muss ins Krankenhaus. Und das war 3 Monate, 4 Monate, wo ich dann als Aushilfe dort angefangen habe mit 16 Jahren. Und ich habe gesagt, na, kein Problem, mache ich. Ich mache den Laden. Ne? Ich hatte vor jedem Kunden eine gute Ausrede, warum ich jetzt nicht so viel Ahnung hatte. A, war ich noch sehr jung und B, war halt die Frau gerade dabei, das Kind zu bekommen. Aber das war halt auch etwas, was ich halt gemacht habe. Ne? Ich habe dann die Verantwortung nicht gescheut und habe gesagt, ja, kein Problem, mache ich mal 4 Stunden Fahrradladen, auch wenn ich keine Ahnung habe. Und die Ideenfreiraum hatte ich halt, der hat mir so vertraut, dass das auch möglich war. Und ich habe das halt auch mit der Verantwortung halt auch dann gelebt, ja. Ja, manchmal ist es sogar auch, also für mich ist es zum Beispiel ziemlich einfach, also für mich ist es besser, wenn man mich ins kalte Wasser reinschmeißt, weil dann merkst du auch erstmal irgendwie, was läuft hier überhaupt richtig. Und dann kannst du dich nachher, und ich reflektiere mich sehr, sehr oft, dann kannst du dich nachher mal für dich selber hinsetzen oder das besprechen mit dem Chef. Du, immer schön, dass du Kind gekriegt hast. Ich möchte dir von meinem Tag erzählen. Und ich möchte gerne ein Feedback von dir haben. Ne? Irgendwie halt so, das und das ist passiert und. Und ich muss ja auch dann irgendwie halt auch klarkommen mit dem Portfolio, geschweige denn irgendwie, da kommt einer an, ja, ich brauche ein Schaltauge. Ja, von welchem Fahrrad oder wie auch immer. Ne? Und dann stehst du erstmal wie Ochs vor Berge und du weißt gar nicht, wo das jetzt wirklich liegt. Ne? Irgendwie, da musst du halt einfach dem Kunden total freundlich sagen, sorry, ne, so in dieser Art und Weise, ne, wäre es okay, wenn du am Montag kommen würdest, irgendwie halt, und dann guckt er dich an, bist du bescheuert, heute ist Samstag, ich will morgen fahren, ne, irgendwie halt so, ne, ist ja dann auch möglich halt einfach, ne, und dann versuchst du dem Kunden so gut wie nur möglich zu helfen, ne, irgendwie, und dann gehst du los und suchst. Aber du hast nachher eins, du hast den Kunden zufriedengestellt und fertig. Und du weißt, wo die Sachen zu finden sind. Und du weißt, wo genau die Sachen auch sind, ja, ja. das ist ja unter das A und O, und wenn die Kasse auf einmal anfängt laut zu piepen, dann stehst du auch davor, ach komm, wir drehen einfach mal den Schlüssel, was ja fatal ist, aber egal. Jetzt piept sie nicht mehr, jetzt kann ich eingeben. Ich hatte gerade schon angesprochen Portfolio. Andreas hat es auch gerade angesprochen, Portfolio. Habt ihr feste Partner, ich sag jetzt mal ganz blöd, irgendwie vertreibt ihr, weil ich sehe es gerade beim Andreas, Trackbikes, vertreibt ihr dann halt auch diese ganzen Bontrager-Kisten damit oder sagt ihr, nee, wir haben uns auf was anderes spezialisiert oder welche Marken vertritt ihr oder sagt ihr sogar die damaligen Inhaber geführten Läden, die auch heute noch da sind, unter dem Brand Fitbikes laufen, die haben dann andere Produkte und wir lassen das auch zu? Ja, super spannende Frage. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir sagen, alte Fahrgeschäfte ja integrieren in der Form. Das Ziel ist, dass wir am Ende des Tages 6-7 Fahrradmarken haben, die eine große Überschneidung in der Gruppe haben. Warum? In der Fahrradbranche zählt Einkaufsvolumen. Umso mehr Einkaufsvolumen du hast, umso besser Preise kannst du sozusagen herausarbeiten. Und du kannst dir untereinander besser helfen. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Fahrgeschäfte mit 40, 50 verschiedenen Marken hätte, dann habe ich irgendwie keinen großen Vorteil für alle Beteiligten. Ja? Von daher suchen wir 6-7 Marken, die wir jetzt in den nächsten 1-2 Jahren in eine große Überschneidung dort haben. Wir haben jetzt das Thema Einkauf von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr angefangen zu professionalisieren. Wir haben ein Einkaufsteam aufgebaut und die machen jetzt sozusagen mit den Herstellern Deals aus. Und wir werden jetzt nach und nach mit jedem Laden eine Einkaufsstrategie aufbauen und gucken, okay, wo stehst du aktuell und wo soll der Laden sich so in den nächsten Jahren hinentwickeln. Immer gemeinsam mit dem Laden, weil wir wollen keinem irgendwas aufdrücken, sondern es ist ja immer noch sein eigener Fahrradladen und man muss dann gucken, okay, was hast du aktuell und wo soll es hin. Wir haben aktuell eher Marken, die, sag ich mal, wie Kalkoff, wie Stevens, wie Simplon, Riese Müller, also sehr
angesagte Marken. Track in der Tat ist nicht mehr im Programm bei uns. Aber auch Marken, die müssen auch verstehen, was wir machen, müssen auch dabei sein in der Form. Aber du hast jetzt nicht in jedem Laden die gleiche Marke, weil es funktioniert nicht. Mhm. Ne, im Fahrradmarkt, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal eingestiegen seid, gibt es ja Gebietsschutz. Das heißt, es kann sein, dass jetzt ein Fahrradladen halt eine Marke nicht führen darf. Von daher ist das so ein bisschen unsere Challenge. Aber deswegen haben wir ja 6-7 Marken und das Ziel ist so pro Fahrradladen so 2-3 Marken zu haben. Hast du zu viel Marken, hast du ein Problem, ne? Weil dann hast du einfach keine Ahnung von den vielen Marken, die du hast. Nee, zu wenig ist auch doof, aber 2-4 Marken ist eigentlich mal ein ganz gutes Portfolio pro Laden. Wir sind ja keine riesen Abholputzen, also wir sind ja keine Läden irgendwie 2000 Quadratmeter, 3000 Quadratmeter, sondern unsere Läden sind ja eher der kleine Fahrradladen, 500, 600 Quadratmeter und da kannst du nicht irgendwie eine riesen Markenvielfalt platzieren. Ist auch gar nicht notwendig, weil der Kunde will ja nicht von dir irgendwie 2000 Fahrräder zur Auswahl haben. Ja, Florian? Ja, okay, verstanden. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Laden, also auf die Fahrradläden an sich gehen. Andreas hat es ja vorhin schon mal so thematisiert, du kommst rein, alteingesessene Läden irgendwie, ja, du kommst da rein und Entschuldigung, wenn ich das sage und der verstaubte Opa steht da vor dir und sagt, hier, ich bin seit 40 Jahren hier, ich verkaufe das schon immer und fertig. So, ich sag mal so, ich habe mal bei einem Fahrradladen gearbeitet, der ein.de dahinter hatte und mir ist es auch da wieder aufgefallen, du kommst rein und die Fahrräder werden ein bisschen präsentiert und dann stehen sie wieder so in Reih und Glied. Und dann denke ich mir jedes Mal, das muss doch irgendwie schöner gehen. Wie habt ihr das auch, dass ihr einfach halt eine Batterie dann an Fahrrädern da stehen habt? Oder wie präsentiert, wie ist die Präsentation im Ladengeschäft? Weil ich bin der Meinung, das geht alles viel, viel schicker eigentlich im Endeffekt. Man muss ja nicht alle Größen irgendwie halt ausstellen, die man da hat oder seinen ganzen die ganzen Fahrräder ausschrauben und dann da reinstellen, dass man dann sagt irgendwie, ja, ich ziehe mir das jetzt raus und nimm's mit. Na, irgendwie halt, das finde ich eigentlich eher nicht so toll, weil ich will ja eine Art von Beratung haben. Wie schaut euer Konzept damit aus? Soll ich beantworten oder wolltest du mal sagen, ein Beifügung, Andreas? Nee, ich wollte nur noch einen Nebensatz dazu geben und zwar, was Florian hinaus möchte, ist eher Qualität statt Quantität und wir haben immer dieses Quantitative. Also wenn du in diese großen Läden reingehst, dann hast du immer, siehst du immer, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30.000 Fahrräder und stehst dann da wie der Ochs vom Berg. Wie im Baumarkt, ne? Oder viele Fahrräder, aber genau. Niemand da, der einen berät, genau. Sozusagen. Genau. Jetzt haben wir gerade gesprochen von Fahrgeschäften, die seit 20, 30 Jahren eigentlich gleich ausschauen. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind und wenn wir mal richtig unternehmerisch denken, dann sind ja viele Fahrgeschäfte eigentlich gar nicht mehr marktfähig. Ja? Und waren es auch schon seit Jahren nicht mehr. Aber hatten das große Glück, dass der Fahrradmarkt sich halt einfach nach oben entwickelt hat. Also sprich, wir haben das Thema Leasing, wir haben das Thema E-Bike, wir haben das Thema Corona. Das heißt, die Läden mussten gar nichts machen, weil der Markt hat sich ja einfach entwickelt. Und die konnten einfach jahrelang in ihrem Laden drinstehen, egal wie der aussah. Und das kamen immer Leute zur Tür rein, die haben irgendwas bei euch gekauft. Und deswegen haben wir ja so viele Fahrgeschäfte, die sich nicht weiterentwickelt haben, weil es gar nicht notwendig war. Und ehrlicherweise wird es wahrscheinlich auch ganz viele Fahrgeschäfte in den nächsten 4-5 Jahren zerbröseln, weil jetzt wird es wieder notwendig, sich Gedanken zu machen, wie kriege ich einen Kunden in den Laden rein. Und wir haben auch das Thema Nachfolge, weil eben eine Generation in Anführungszeichen aufhört. Und von daher wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren viele Fahrgeschäfte geben, die die Ladentür zumachen. Und wie schauen unsere Läden aus? Also erstmal fangen wir halt schon online an. Das heißt, ein Kunde macht online einen Termin aus. Wir wissen schon, was er von uns möchte, weil er einen Fragebogen ausfüllt und er kommt zu einem definierten Termin rein. Das heißt, es ist nicht so, dass du bei uns in den Laden reingehst und dann hast du irgendwie 2000 Fahrräder und du musst irgendwo einen Verkäufer oder eine Verkäuferin suchen, die sich irgendwo versteckt, sondern als Ziel ist eigentlich, dass es schon einen definierten Termin gibt und man dann gemeinsam eine geblockte Zeit hat. Und dann geht man sozusagen erstmal durch, was will ich mit dem Fahrrad machen, was habe ich vor. Es gibt da viele verschiedene Fahrräder, also musst du erstmal gucken, okay, was hast du denn als Ziel mit dem Rad? Willst du in die Arbeit fahren, willst du am Wochenende Spaß haben, willst du nur in die Garage hängen? Es gibt ja viele, viele unterschiedliche Gründe, warum jemand ein Fahrrad kauft. Dann wird er sozusagen ausgemessen, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Dann wird diese Einstellung auf ein Fahrrad übertragen. Dann guckt man, ob das sozusagen passt. Und dann wird erst ein Fahrrad ausgesucht. Wir haben normalerweise immer einen sehr schönen Präsentationsraum. Das heißt, wir haben 60, 70 Fahrräder schön präsentiert. Einzeln präsentiert teilweise auch, sodass du eben nicht diese Lenker-Wall hast, wo du gar nicht weißt, wo oben und unten ist.
sondern du kannst ein Fahrrad auch mal ganz anschauen. Die meisten Räder kann man komplett Probe fahren, die dort sind. Also es ist auch nicht so, dass du irgendwie nur im Laden fahren darfst, sondern du kannst auch gerne mal 2, 3, 4, 5 Minuten draußen fahren. Und dann wird auch mal ein Fahrrad nochmal für dich vielleicht aufgebaut, wenn es gerade nicht vor Ort im Laden steht. Aber das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Was wir auch gemacht haben, ist, dass du ein Fahrrad kaufen kannst und wieder zurückgeben kannst innerhalb von 30 Tagen. Das ist ein Teil unserer Fahrspaßgarantie, weil wir festgestellt haben, dass du eigentlich, wenn du jetzt an einem Beratungstermin irgendwie 4, 5, 6, 7 Fahrräder fährst, dann merkst du irgendwann keinen Unterschied mehr. Ob das wirklich passt oder nicht passt, das merkst du eigentlich erst, wenn du wirklich in deinem Weg in die Arbeit fährst oder am Wochenende fährst, wo du das Fahrrad geplant hast. Und dann kommt vielleicht hier und da eine große Überraschung. Dann hast du eine Beratung gemacht und hast den Fahrrad ausgesucht und dann ist aber nach einer Woche oder 2 Wochen tut dir alles weh oder irgendwie gefällt es doch nicht mehr so, weil du halt völlig überfordert in den Termin drin warst. Und dieses Risiko hast du bei uns nicht, weil du wirklich eine gute Beratung bekommst, aber auch 30 Tage lang, also einen Monat, das Ding fahren kannst und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es zurückgeben oder umtauschen. Ja, okay, also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist quasi euer Erfolgssystem oder euer Erfolgsrezept quasi diese Neuausrichtung der Kundenerfahrung. Also ich finde das zum Beispiel schon relativ gut, wenn man mit einem Termin in einen Laden geht und nicht wie so oft man sich vorstellt, also wie oft steht man in einem Fahrradladen, möchte irgendwas und steht erstmal da und ja, steht da wieder. Stehst dann da, ne? So wieder begossene Pudel und oder wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Und dann wartest du, bis dann irgendjemand frei ist und dann, aber wenn du einen Termin hast, das gehst du schon mal, glaube ich, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein und da, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Ich würde einen Schritt nochmal kurz zurückgehen, damit wir das quasi abgeschlossen haben, um uns dann vielleicht nochmal ein bisschen der aktuellen Thematik zu wenden. Du hast gesagt, Facebook und dergleichen hat damals für dich nicht funktioniert, aber YouTube hat für dich funktioniert. Also so 2015, 2016, ist jetzt auch schon eine Ecke her, ne? Und das war quasi, würdest du sagen, das war dasjenige Tool, was dich quasi in die Position gebracht hat, in der du dann letztendlich gewesen bist, nämlich tatsächlich, dass die Leute aufmerksam auf dich geworden sind. Und die zweite Frage ist, was waren das für Videos? Ja, also wir haben ganz viel, in der Tat war damals Facebook ganz, alle haben gesagt, muss Facebook machen und Facebook-Marketing machen und so. Aber warum sind wir auf Facebook gegangen oder auf MySpace gegangen oder auf Lokalisten gegangen oder so immer? Weil wir einfach nur mit Freunden eigentlich kommunizieren wollten. Keiner ist eigentlich darauf gegangen, um irgendwie jetzt ein Fahrrad zu kaufen oder sich mit dem Thema Fahrrad auseinanderzusetzen. Aber wenn du halt dich was kaufen möchtest, dann gehst du normalerweise auf Google oder auf YouTube, wenn du halt eine Lösung irgendwie suchst für irgendein Thema. Und ich bin damals über Gary Vaynerchuk gestoßen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist jemand aus Amerika. Der hat vor vielen, vielen Jahren angefangen, Weinvideos zu machen, weil seine Eltern einen Liquid Store in Amerika hatten. Und der hat 1000 Videos gemacht über Wein. Und ich bin dann irgendwann über den gestolpert, über seine Videos und habe dann gesehen, okay, der macht Videos über Wein. Und dann gibt es eine Story über ihn, dass er eben den Store seiner Eltern von 6 Millionen Umsatz auf 60 Millionen Umsatz gemacht hat mit diesen Videos. Und ich dachte mir, 1000 Videos über Wein, 6 auf 60, das ist eine valide Strategie, das probieren wir auch aus. Und dann sind wir in der Tat gestartet mit einer Handykamera und haben 7 Videos die Woche produziert. Und zwar wirklich um alle Themen rund um das Fahrrad. Also wir haben angefangen, Produkte vorzustellen, Produkte auszuprobieren. Wir haben Schlösser geknackt, machen wir immer noch. Wir haben gesagt, wie sicher ist ein Fahrradschloss, probieren wir einfach mal aus. Haben es draußen an der Thermfall hingestellt und haben es einfach mit irgendwelchen Hausmitteln, einer Pucksäge, mit einer Flex und so, haben wir es dann geknackt. Also wir haben Tutorials gemacht, du kannst eigentlich jede Art von Service-Einstellungen kannst du finden bei uns, also wie stelle ich eine Schaltung ein, wie wechsle ich eine Kette, wie reinige ich mein Fahrrad, also jegliche Themen und darüber haben wir eins geschafft, dass jemand zu einem Thema halt googelt oder recherchiert und dann uns findet und wir erklären, wie es funktioniert und darüber baut sich Vertrauen auf. Also auch da eine interessante Story, da kam ein Kunde rein, den ich schon damals jahrelang kannte, älterer Herr, knapp 80 Jahre alt, der hat mich dann so genommen, ich stand in so einer Gruppe drin, hat mich rausgezogen und ich dachte so, nein, haben wir irgendwas falsch gemacht, haben wir Ärger bekommen, krieg ich gleich Ärger, ja. Dann nimmt er mich so, tätschelt so ganz väterlich meine Schultern und sagt, Markus, vielen Dank für das tolle Video über Fahrradspiegel, ich möchte gerne diesen einen Spiegel kaufen. Ja, wir haben irgendwie 5 Spiegel vorgestellt und einen Spiegel davon wollte er jetzt kaufen und er wollte mir einfach nur Danke sagen, weil das hat ihm geholfen und er hat keinen YouTube-Account, keinen Google-Account, er kann nichts liken, nichts kommentieren, deswegen wollte er mir einfach persönlich die Hand schütteln und halt diesen Spiegel kaufen. Ja, und der ist mittlerweile wahrscheinlich weit über 80. Das war für mich so ein Aha-Moment, okay, jegliche Art von Generation, egal welchen Alters, guckt halt irgendwie YouTube und recherchiert auch zu diesem Thema
Und da ist halt momentan die Chance sehr, sehr groß, wenn du ein Thema googelst zum Thema Fahrrad, dann landest du auf einem YouTube-Video von uns. Ja? Also mittlerweile über 1000 Videos. Und so konnten wir halt dieses Vertrauen aufbauen. Das war in der Tat ein Riesenunterschied zu Facebook, weil wir nicht irgendwie versucht haben, jemanden zu drücken, irgendwie mit unserem Thema, sondern jemand hat ein Problem gehabt, sucht eine Lösung, findet ein Video von uns, wir lösen sein Thema und dadurch bauen wir Vertrauen auf. Und mittlerweile gibt es viele Fahrgeschäfte, die YouTube-Videos machen. Also wenn du schaust, wie viele YouTube-Videos aus Fahrgeschäften entstanden sind, haben ein paar nachgemacht. Habt ihr da eine eigene Abteilung? Also tatsächlich Leute, die nur Videos produzieren? Mittlerweile schon, ja. Am Anfang haben wir das in der Tat nebenher gemacht, einfach nur mit der Handykamera. Mittlerweile haben wir ein Social-Media-Team, besteht aus 3 Personen, die nichts anderes machen als YouTube-Videos drehen. Ja. Also mittlerweile machen wir nicht mehr 7 Videos die Woche, sondern nur noch 3. Ja, ein bisschen anders produziert mittlerweile mit ganz anderem Equipment, das ist ein eigenes Team, ja. Wie viel Mann stehen denn gerade vom Social Media Team um dich herum und kontrollieren, was wir hier mit dir machen? Keiner, in der Tat. Ich bin ja im Homeoffice. Jetzt könnte man noch meinen, dass mein LinkedIn und so auch alles irgendwie anders gemacht wird. In der Tat mache ich das aber alles noch selber. Weil ich finde, es muss authentisch sein. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach irgendjemand einstellen und sagen, hier mach mal YouTube-Videos, sondern das ein großer Erfolg war auch, dass ich selber vor der Kamera stand und nicht einfach nur jetzt irgendjemand irgendwelche Videos abmachen lassen. Also man sieht es auch so bei Facebook und auch bei YouTube, dass irgendwelche Mitarbeiter Videos machen. Ich will die Mitarbeiter gar nicht, ist gar nicht disputierlich, aber wenn ich als Inhaber nicht vor der Kamera stehe, dann verliere ich ganz, ganz viel Hebel, wenn ich es nicht selber mache. Ja. Also das erfolgreichste Video bei euch sehe ich gerade im Kanal, ist jetzt auch schon 6 Jahre alt, hat aber sagenhafte 1,7 Millionen Abrufe, also oder Aufrufe. 5 Fehler beim E-Bike-Pedelec-Kauf. Natürlich ist das jetzt nicht mehr aktuell, was vor 6 Jahren erzählt worden ist, aber offensichtlich scheint es doch eine extrem lange Halbwertszeit zu haben. Also 1,7 Millionen Abrufe, das ist schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Andreas, wir sind doch mit unserem Podcast schon viel, viel weiter. Ja, stimmt. Ich habe ganz vergessen, ich muss mal die YouTube-Plan reingucken. Ja, also genau, wir sind ja richtig. Die Podcast-Helden hier irgendwie. So. Nee, also ich glaube... Nein, Quatsch. Wir machen das ja hier. Weißt du, wir... Ja, ich bin gerade die ganze Zeit am Quatschen. Alles gut. Weißt du, Markus, ich hatte, also jetzt bluten wieder die Ohren von den Zuhörern. Ich habe das Ding ja hier gegründet gehabt und dann rief der Herr Steinecke mich an, irgendwie mal, können wir beide das nicht irgendwie? Und so, ja, du bist dabei. Ja, und komm jetzt, so darfst du das jetzt auch nicht sagen. Also, doch, ob ich da irgendwie. Doch, du Florian, bist. Florian, ja, bist du. Und du dann von oben herab aus deinem Elfenbeinturm. Ja, kleiner Andreas, du darfst mitmachen. Ja, so war es aber auch. Ne? Natürlich. Ja, vor allen Dingen habe ich einen Elfenbeinturm. Nee, ist klar, Murat. Gut. Dann, also Social Media war bei euch der ausschlaggebende Punkt YouTube, weil ihr lösungsorientiert drangegangen seid. Ja. Du sagtest vorhin, und darauf möchte ich auch nochmal zurückgehen, es werden in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, viele Fahrradläden halt schließen. Ja. So, natürlich sehen wir das auch, dass der Online-Handel mittlerweile auch sehr, sehr groß ist im Fahrradgeschäftbereich. Die Versender brauchen jetzt hier nicht alle aufzählen, aber man kennt sie alle. Dass darüber dann halt der Service läuft, also halt dann, ne, schreib eine E-Mail, wenn du ein Problem hast. Wir schicken dir dann irgendwie halt einen Karton zu und dann packst es ein und schickst es zu uns rüber. Was ich wiederum sehr, sehr unpersönlich finde. Woher nimmst du diese Expertise, dass viele Fahrradläden schließen werden? Okay, du bist halt ein Fahrradladeninhaber, Besitzer einer großen Kette in dem Sinne, also Gänsefüßchen oben hoch Kette. Aber woher nimmst du diese Expertise, dass du sagen kannst, da werden bald ganz viele Fahrradläden wieder schließen? Ja, die hätten schon vor 5 Jahren schließen müssen eigentlich. Ja, nur Corona hat geholfen, dass da noch mal ein bisschen Spiritus reinkam in die Firmen. Es gibt mehrere Gründe, warum das passieren wird. Und das ist relativ sicher. Nummer 1 ist, dass viele Fahrgeschäfte einfach alte Inhaber haben, die einfach keinen Nachfolger finden.
Weil A, mittlerweile die Zinsen recht teuer geworden sind im Verhältnis zu früher. B, aber auch einfach nicht mehr jemand bereit ist, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten für relativ wenig Geld und für relativ viel Arbeitseinsatz in der Form. Und diese Fahrradladeninhaber es auch verpasst haben, ihren Laden weiterzuentwickeln. Also das ist eine Thematik, die ist super safe. Ich kenne so viele Fahrgeschäfte, wo ich Inhaber drin habe, meistens Inhaber, die weit über 60 sind. Die jetzt einfach nur sagen, so lange wie es geht, mache ich es noch, weil es auch meine Altersvorsorge ist. Aber ich finde einfach keinen und das ist auch völlig logisch nachvollziehbar, weil wer soll das Ding denn kaufen? Also du brauchst ja eine Person, die das Geld mitbringt, die bereit ist, so viel Arbeitseinsatz da reinzuliefern und auch noch in vielen, vielen Bereichen sich auskennt. Und das gibt es eigentlich so gar nicht, weil wer das hat, der macht was anderes einfach. Also von daher, das ist Punkt 1, einfach so sagen, dass die Leute keinen Nachfolger finden. Punkt 2 ist, dass eben viele Fahrgeschäfte, wir haben vorhin dauernd über diesen alten, verstaubten Laden gesprochen, auch einfach nicht in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln und das auch nicht wollen. Also wir haben auch darüber vorhin ja gesprochen, dass wir sagen, ja, ein Laden, der 30, 40 Jahre sich entwickelt hat, also ob der zu Fitbikes passt, weiß ich auch nicht, weil wir können ja nicht aus einem alten Laden, wo der Inhaber, die Inhaberin noch alt denkt, da können wir auch keinen neuen Laden draus machen. Am Ende des Tages ist es ja immer noch der Laden von der Person. Das ist ja eine Zusammenarbeit. Es ist ja kein, wir machen jetzt den Laden für denjenigen, sondern wir brauchen schon Läden, wo jemand über den Tellerrand drüber guckt und einmal sagt, okay, was muss ich denn jetzt machen, um in 5 bis 10 Jahren noch existieren zu können? Ja, also wir brauchen schon die Inhaber, die Inhaberinnen. Und wenn man sich jetzt diese Läden anschaut, die eben genau das nicht machen, dann werden die einfach überholt werden von anderen Fahrgeschäften und wir haben nicht mehr diesen Peak, diesen Spiritus, wie wir die letzten 5 Jahre jetzt hatten mit E-Bike-Leasing und Corona, sondern wir kommen jetzt voll in einen Verdrängungsmarkt rein, wie wir es auch bei den Mountainbike-Zeiten schon erlebt haben, wo es nicht darum geht, jetzt einfach nur zu verarbeiten, sondern muss ich auch überlegen, wie kann ich im Markt noch existieren und wenn ich da keine Lösung habe und die meisten haben keine Lösung, dann werden die irgendwann einfach aus dem Markt rausgedrängt. Und das Dritte ist auch, bin ich auch sehr gespannt, wie die Hersteller agieren, weil es gibt mittlerweile viele Hersteller, die eigene Stores aufmachen. Ja, du hast ein Track-Shirt an, Track betreibt mittlerweile irgendwie 20, 30 eigene Stores in Deutschland und dann bin ich vielleicht ein Laden, der Track hat und dann macht Track aber vielleicht um die Ecke einen eigenen Laden auf, dann verliere ich diese Marke. Also da gibt es auch eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Das Thema Online ist in meinen Augen überhaupt kein Problem. Also das Thema Online, sowohl im Fahrradverkauf als auch im Zubehörverkauf, macht einen super kleinen Bruchteil aus und nicht jeder Kunde möchte online kaufen, möchte auch den Service haben. Also online sehe ich überhaupt nicht als Risiko und als Grund, warum Fahrgeschäfte sterben. Es ist eher wirklich die nicht vorhandene Weiterentwicklung des Ladens. Ja? Und auch diese Einsicht fehlt meistens komplett. Also ich habe heute einen Post gemacht bei LinkedIn, weil ein Geschäft hier bei uns in der Nähe zumacht. Ja, weil so der Artikel in dem lokalen Blatt das Online-Geschäft alles kaputt macht und weil der Kunde nicht mehr kommen möchte und das ist eine einzige Anklage sozusagen an Online und an den Kunden. Aber wenn man sich den Laden anschaut, wenn man sich die Online-Präsenz anschaut, wenn man sich anschaut, wie dieser Laden aufgestellt ist, dann hat er einfach 10 Jahre lang nichts gemacht. Ja, einfach 10 Jahre lang überhaupt keine Gedanken dahin verschwendet, von außen betrachtet, wie ich diesen Laden weiterentwickeln kann und wie ich sozusagen mit der Zeit gehen kann. Und das ist das Riesenproblem. Wie begegnest du oder wie begegnet Fitbikes jetzt quasi der aktuellen, doch etwas kritischen Situation im Fahrradmarkt? Ist es kritisch? Die Frage ist auch wieder, aus welchem Blickwinkel raus betrachtet man das? Weil eigentlich kann sich in der Fahrradbranche überhaupt keiner beschweren. Wir haben einen Markt, der ist total explodiert die letzten Jahre. Wir haben total positive Aussichten. Das Produkt Fahrrad ist präsenter in der Gesellschaft. Wir wissen alle, dass das noch Thema auch präsent bleiben wird. Das Einzige, was wir halt geschafft haben, ist, dass wir dummen Fahrradhändler, sag ich mal, und auch Hersteller einfach viel zu viel Ware gekauft haben und jetzt ein eigenes Problem haben, was wir selber produziert haben. Ja, und das ist gerade kritisch und alle schieben es auf jemand anderen. Also vielleicht merkt man es in meiner Argumentation, ich bin sehr für Eigenverantwortung, ja, und ich glaube einfach, dass viel zu viel auf andere abgeschoben wird. Und wir Händler haben viel zu viel Ware bestellt, da müssen wir jetzt gerade durch. Ja, aber eigentlich, wenn man einen Schritt zurückgeht, und jetzt nicht nur das Jahr 2023, 2024 anschaut, dann haben wir überhaupt kein Problem. Wir haben einfach eine super tolle Branche, die in den nächsten Jahren sich noch bombastisch weiterentwickeln wird. Und wir müssen es nur sozusagen da durchkommen. Wir haben schon von Anfang an versucht, nicht so viel Ware zu bestellen. Wir haben 1, 2 Läden, die auch zu viel Ware bestellt haben, keine Frage. Aber am Ende des Tages sind wir super gut durch 23 durchgekommen. Wir haben über 10% Wachstum hingelegt, obwohl viele andere 20-30% Minus gemacht haben. Wir haben auch in 24 schon knapp über 20% Wachstum jetzt Tag heute. Und wir sind halt durch diese Möglichkeiten in der digitalen Präsenz, durch diese haben wir einen gewissen Hebel. Wir können halt auch wieder präsent sein, was andere Fahrgeschäfte halt nicht haben. Ne?
Markus, ich habe eine Verkaufsfläche hier bei mir in der schönen Stadt Castrop-Rauxel. Wo ist das genau? Das ist bei Dortmund, Bochum, Recklinghausen, okay, genau, ja, in der Mitte. Ja. So. Okay. Na, Einzugsgebiet hast du schon mitgekriegt. Es ist ländlich ein bisschen. Es ist viel Wald und. So, ich habe eine Verkaufsfläche, sagen wir mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viel waren es jetzt irgendwie, ich meine 2000 Quadratmeter. So, ich möchte da jetzt einen Store eröffnen. So, und bin dann am Überlegen, bindest du dich jetzt an eine ZEG oder ach guck mal, da gibt's Fitbikes. So, jetzt versuche ich Kontakt zu euch aufzunehmen und sag denen, pass auf, ich bin hier gelernter Zweiradmechatroniker. Ich habe auch zwei Jungs, die gut schrauben können, die habe ich unter meine Fittiche. Müsste nochmal wohl eine kleine Schulung kriegen, irgendwie im Verkaufswesen. Könntet ihr mich da unterstützen? Und halt meine Quadratmeterzahl habe ich ja gerade gesagt. Wie würde das ausschauen? So fangen viele Gespräche an. Dann sagen wir erstmal, lass uns mal kennenlernen. Ne? Weil wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es ist eine Gruppe. Die Gruppe muss wipen, die muss auf einer Wellenlänge sein. Das heißt, wir wollen erstmal gemeinsam herausfinden, haben wir eine gemeinsame Wellenlänge? Das ist uns das Allerwichtigste in der Form. Wenn wir eine Gruppe, also unsere Challenge ist sozusagen, dass wir eine Gruppe finden, die zusammenarbeiten kann. Seid ihr gerade eingefroren? Gucken wir noch da sein. Ist er noch da? Ja, okay. Also sprich, wir brauchen sozusagen eine gemeinsame Wellenlänge und das ist sozusagen das Erste, was wir versuchen herauszufinden. Gibt es mehrere Beispiele. Wir hatten zum Beispiel jetzt gerade einen Kickoff Anfang des Jahres, wo wir alle Standorte eingeladen haben, inklusive Mitarbeiter. Das war das erste Mal, also ich glaube 140 Leute, die zusammengekommen sind. Und für uns war das erstmal extrem spannend, ob diese Leute, die vorher teilweise sich nur über Zoom oder über Telefon kennengelernt haben, ob die auch sozusagen in echt gleiche Wellenlänge haben. Und das war wie ein Familientreffen. Ja, das war wirklich so wie so ein Familientreffen auf die positive Art und Weise. Also man hat sich schon lange nicht mehr gesehen, aber hat sich gefreut, wiederzusehen. Die haben nächtelang diskutiert, gesprochen und haben Spaß gehabt, ja, und auch Schulungen gemacht. Und das war etwas, wo wir gesehen haben, okay, wir haben eine gute Gruppe gefunden, sowohl auf der Inhaberebene als auch auf der Mitarbeiterebene. Und das wäre so das Erste, was wir jetzt hier erstmal machen würden. Gucken, wipe das einfach untereinander. Ja? Und dann gibt es einen Onboarding-Prozess oder einen Entstehungsprozess. Da schauen wir uns an, wo ist dein Laden oder deine Fläche? Haben wir genug Einwohner außenrum? Wie ist auch die Konkurrenzsituation vor Ort? Weil wir wollen ja nicht einfach nur einen Fahrradladen aufmachen, wir wollen einen Fahrradladen aufmachen, der auch die nächsten 10, 15 Jahre dort Bestand haben kann. Und wenn ich jetzt direkt neben 20 andere Fahrgeschäfte sitze, muss man schon überlegen, macht das Sinn? Ja? Egal, ob du eine schöne Fläche hast, aber macht das Sinn, dort einen Fahrradladen aufzumachen? Dann schauen wir uns an, was kannst du schon und wie müssen wir dich und dein Team sozusagen schulen? Wir haben eine interne Akademie, wo wir sehr viele Prozesse Videoform aufgebaut haben und dann sozusagen eine Onboarding-Phase. Dann schauen wir uns eine Gründungsphase an und wir müssen natürlich auch anschauen, passt es zahlenmäßig? Ja, 2000 Quadratmeter können 2 Euro der Quadratmeter kosten, können 20 Euro der Quadratmeter kosten. Das muss ja in den Businessplan reinpassen, dass du damit auch Geld verdienen kannst. Weil am Ende des Tages machen wir das ja nicht nur, weil Fahrräder toll sind, weil du auch irgendwie deine Familie ernähren möchtest und weil du damit auch irgendwie Geld verdienen möchtest. Und wenn wir diese Parameter, wenn die alle sozusagen immer grün sind, dann gibt es einen Lizenzvertrag und einen Projektplan und dann fängt man das gemeinsame Arbeiten an. Okay, prima. Aber wir können starten. Also ich kann den Kontakt geben, dann können wir da mal anfangen. Ich wollte gerade sagen, gibst du mir gleich den Kontakt und dann starten wir einfach mal. Ich bin zwar kein ausgebildeter Zweiradmechatroniker, ich bin eher Medienbetriebswirt, also mit Medien kenne ich mich dann auch aus, also da brauchst du keine Angst haben, aber jetzt Spaß beiseite. Ja, also so geht die A ran. Also für alle, die da draußen gerne einen Fahrradladen eröffnen möchten, irgendwie Markus, bitte scheut euch nicht. Ich glaube, ihn kann man auch einfach so auf LinkedIn anschreiben oder einfach eine E-Mail schreiben. Steht ja, glaube ich, auf eurer Webseite irgendwo halt, ich möchte Fahrradladen gründen. Genau. Und ganz wichtig vielleicht noch, man muss kein ausgelernter Zweimechaniker sein. Also die meisten sind bei uns keine Leute, die aus der Branche rauskommen, was ich auch ganz wichtig finde für Neugründer, weil du vielleicht da auch mal einen anderen Mindset reinbekommst. Also zum Beispiel der Patrick aus Berlin, ehemaliger Geschäftsführer von Porsche, hat
echt viel auch in das System mit reingebracht, weil er natürlich auch ganz viele Sachen in der Vergangenheit gelernt hat und wir konnten auch gemeinsam voneinander profitieren. Ja, wir haben sozusagen das Branchen-Know-how mitgebracht, er hat ein sehr starkes Vertriebs-Know-how mitgebracht und das war eine ideale Voraussetzung für den ersten Laden. Und bei uns geht es vor allem darum, diese Idee gut zu finden, mit Menschen zu können und unternehmerisch sozusagen denken zu können. Dann hat man schon gute Voraussetzungen, um ein Unternehmen aufzubauen und in dem Fall ist es halt ein Fahrradladen. Man kann da Mitarbeiter einstellen, die sozusagen die Expertise mitbekommen, weil du brauchst auch Leute, die sozusagen deine Service machen, die auch verkaufen. Ja, vor allem dieses Unternehmerische, das ist halt super wichtig. Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Vor allen Dingen irgendwie, wenn du aus einer fremden Branche in die Fahrradbranche einsteigst, bringst du ja auch noch Innovationen mit, die du von der anderen Seite, also von deiner alten Branche in dem Sinne, ne, irgendwie mit erfahren hast und guckst dir dann die Fahrradbranche an und dann denkst du dir so, warum machen die Idioten das alle so? Das geht doch viel einfacher. Ne? Ja, es kann ja auch da passieren. Ne? Man weiß es nicht, aber es kann passieren. Ne? Und das ist ja auch immer meistens auch so das Spannende daran, zu sehen, irgendwie, wie setzt jetzt einer ein Ladenlokal um? Geschweige denn, wenn es Neugründungen von Fahrradmarken gibt, wie gehen sie da an die Sache dran? Weil wir so supporten demnächst Fahrradmarken auch im Social Media. Wir arbeiten für die. Und wie gehen die an die Sache der Gründung ran? Was ist, ja, wo wollen sie hin? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Und. Und das ist halt einfach auch spannend. Und weil du gerade sagst, irgendwie, ja, der eine arbeitet auch gerade noch bei Porsche. Und deswegen ist das gerade sehr, sehr lustig, irgendwie dann das zu hören. Irgendwie halt, dass dein erster Mann auch bei Porsche wohl gearbeitet hat. Gut, so, wir sind jetzt bei Minute 56 angekommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, 55. Ich, Andreas, ja. Ein habe ich noch. Einen hast du noch? Wir haben uns jetzt über die Vergangenheit, über die Gegenwart unterhalten, aber noch nicht über die Zukunft, nämlich über die Catchphrase, mit der ich eingestiegen bin. Nämlich, wie sind die Aussichten für Fitbikes? Also wo möchtest du hin? Ja, also ich möchte 200 Läden zusammenbringen, sozusagen in Deutschland, die zusammenarbeiten. Das ist sozusagen die Catchphrase, wie du es genannt hast. Warum 200? Weil es ungefähr die Menge an Fahrgeschäften, die wir in Deutschland sozusagen reinbekommen, sodass jeder auch genug Platz hat, sich zu entwickeln. Und mit jedem Laden, der sozusagen dazukommt, können wir ja noch bessere Strukturen aufbauen, können auch mehr in gemeinsames Marketing, können auch mehr in gemeinsame Strukturen investieren. Das heißt, jeder Laden hilft uns, hilft jedem einzelnen Laden. Und das ist sozusagen das Ziel, was wir in den nächsten Jahren verfolgen. Mittlerweile wird es immer bekannter und es wird auch für bestehende Fahrgeschäfte immer interessanter, weil die jetzt auch, wir werden sehr stark beobachtet und wir kriegen immer mehr Anfragen so nach und nach. Ne? Die ersten ein, zwei Jahre wurde ich komplett ausgelacht. Mittlerweile kommen aber immer mehr auf uns zu. Das heißt, es ist wie so ein Rad, was so nach und nach sich, glaube ich, schneller dreht. Aber irgendwann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo einfach viele Gebiete besetzt sind und dann ist es einfach Pech gehabt. Und das ist jetzt so die das Ziel der nächsten Jahre ist eine große Challenge, weil wir müssen mal gucken, dass wir die richtigen Leute zusammenbekommen und nicht aber nur irgendwelche, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir die Leute bekommen, die halt an die Idee glauben und auch bereit sind, in die Idee was rein zu investieren. Und da freue ich mich aber drauf, wenn man sich anschaut, wie es jetzt dieses Jahr schon, also wir haben jetzt dieses Jahr 4 neue Läden aufgemacht, 3, 4 bestehende Geschäfte dazugekommen, also sind jetzt anhand von dieses Jahr auf 30 Geschäfte schon angewachsen. Wenn es so weitergeht, werden wir mit 40 wahrscheinlich aufhören. Also die 200 ist nicht so weit weg, wie man es jetzt denken könnte. Und da bin ich super gespannt, wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ja. Das nenne ich doch mal ein schönes Schlusswort, ja. Um das mal so zu sagen. So, dann leite ich mal die Endphase ein hier oder wie der Herr Steinecke es auch immer genannt haben möchte. Lieber Markus, ich danke dir, dass du heute Morgen um 8 Uhr schon hier mit uns diesen Podcast aufgenommen hast, uns über Fitbike ein wenig aufgeklärt hast. Natürlich, wir könnten noch stundenlang miteinander quatschen. Da sind, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viele Themen offen. Wie sieht das überhaupt aus mit dem Gründerzuschuss, irgendwie mit Ämtern und sowas alles halt. Wie und nochmal ins Detail könnte man mal reingehen. Wie ganz genau sucht ihr jetzt diese Azubis im ganz Genauen heraus? Na, aber das hattest du ja vorhin auch gesagt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die ehrlichen Worte von dir. Und ich glaube, wir sprechen jetzt schon eine zweite Einladung
mal aus, wenn du dann so deine 60 Fahrradläden hast, weil wir sind ja jetzt bei 30, also bei 60, und dann, wenn du dann nachher 120 hast, laden wir dich dann nochmal ein, und wenn du dann 200 hast, laden wir dich dann natürlich auch nochmal gerne ein. Dann machen wir Party. So, dann machen wir Party. Ich hier schön mit meinem Havanna-Club irgendwie, Herr Steinecke, keine Ahnung, was er trinkt und was du gerne trinken möchtest. Auf jeden Fall, ich bedanke mich recht herzlich und gebe ab an Andreas, und dann hast du das letzte Wort. Ja, Markus, vielen Dank, dass du so spontan unserer Einladung gefolgt bist. Ich fand das jetzt ein sehr spannendes Gespräch, und ich glaube, das, was der Florian schon so ein bisschen angeteased hat, ist so dieses, dieses How-To. Das finden wir sehr interessant, das finden wir sehr spannend. Und da würden wir sehr gerne tatsächlich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Bei der 60. Filiale. Genau. Aber ansonsten habe ich nicht weiter hinzuzufügen, was Florian und ich eh schon gesagt haben. Vielen Dank für deine Zeit, und wir freuen uns auf jeden Fall, dich dann irgendwann demnächst nochmal als Gast dabei zu haben, und dir gebührt das letzte Wort. Dankeschön. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Also, das ist mal ganz neu, wenn man eben nicht selber vor der Kamera steht, sondern eben als Gast irgendwo mit dabei ist, weil ich kenne also häufig nur die andere Perspektive. Hat mich total gefreut, da dabei sein zu dürfen. Gern können wir nochmal zum 60. sozusagen dann einsteigen. Vielleicht auch mal vorher zum Thema Ausbildung, weil das ist ein Thema, was uns extrem bewegt. Also da haben wir einfach auch noch viel zu erzählen, ehrlicherweise. Weil das Thema Ausbildung etwas ist, was ein absolutes Herzensthema bei uns. Also wenn irgendwann mal das nochmal bei euch ein Thema werden sollte, würde ich mich da gerne nochmal drüber freuen, weil da haben wir echt viel im Petto. Und ansonsten sehen wir uns einfach dann 60 Standorte, jetzt haben wir 30, vielleicht Ende nächsten Jahres, mal gucken, wann wir sozusagen diese Zahl erreichen werden. Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei und freuen uns auf den nächsten Talk. Ja, ciao. Danke. Ciao. Ciao.